Blau-Rot-TV, heute mit abgespeckter Variante im Vergleich zur Mannschaft. Die hat heute keine abgespeckte Variante. Nach dem 9:3 gegen Hamborn, ich bin immer noch völlig positiv entsetzt von diesem Spiel. 3-1 hinten gelegen, 9-3 gewonnen. Erklär mal, Mike, ich habe keine Erklärung. Ja, was gibt's da groß zu erklären? Es fing wieder an, wie es die ganze Saison läuft. Wir legen uns jedes Ding selber rein. Ich glaube, es waren 2 Standards. Der kann immer frei köpfen, müssen wir nochmal gucken. Wir haben eigentlich eine Zuteilung, die hat halt überhaupt nicht gepasst. Ja, und dass wir nach vorne Qualität haben, das haben wir nicht nur heute bewiesen, aber heute hat dann natürlich am Ende auch, ich sag mal, einfach alles geklappt. Die Dinger sind reihenweise da reingegangen. Ich habe nur einen drüben versenkt. Ich habe noch ein Field Goal gemacht, aber gut, das war zum Glück jetzt nicht entscheidend. Ja, einfach ein völlig verrücktes Spiel. Ich glaube, so ein Spiel, so eins hatte ich auch noch nicht. So, dass man so zurückkommt und noch in so einer Deutlichkeit gewinnt, hast du halt auch einfach nicht alle Tage. Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht Scouts von den Ravens auch anwesend waren, die das Field Goal gesehen haben. Nach 1:3 hinten 7:3 gewonnen, das hatten wir schon mal, 86. Jetzt habt ihr sogar noch ein 9:3 rausgemacht. Unglaublich. Und ich muss dir auch zustimmen, ich war völlig angetan von eurer offensiven Spielweise heute. Verteidigt fand ich es auch so ein bisschen, oh, aber dann habt ihr vorne Spielwitz, Spielfreude gezeigt, wie ich es in der Saison noch nicht gesehen habe. Da hat alles geklappt, die Pässe waren präzise, die waren schnell gespielt, ihr habt die komplette Abwehr ständig auseinandergehebelt, immer wieder die Wege in die Tiefe gefunden. Ich hatte das Gefühl, ihr habt komplett befreit aufgespielt heute. Ist irgendwas Besonderes passiert oder war das jetzt Zufall? Nee, das ist einfach... Ich sag mal, die letzten Wochen hat sich das schon angedeutet. Die Anfälligkeit hinten, klar, die war auch heute wieder da, aber da spricht halt jetzt niemand drüber, weil wir halt 9 Tore geschossen haben. Die hätten aber auch 5 oder 6 machen können, das darf man nicht vergessen. Der Freistoß knallt noch ans Lattenkreuz, dann steht es 4-1. Ja, aber wie gesagt, das habe ich vor 2 oder 3 Wochen schon gesagt, die Abläufe klappen jetzt immer besser vorne. Die Bewegung mit Ball, also der den Ball hat, ist nicht mehr die armste Sau der Welt. Wir wissen, wenn einer kurz kommt, dass der andere tief gehen muss. Die Abstimmung passt einfach besser. Ja, und das hat sich jetzt über die letzten Wochen entwickelt. Und wie gesagt, dann spielt sich heute einfach komplett in den Rausch. Und dann klappt halt auch alles. Der Schuss geht noch abgefälscht rein oder vom Pfosten landet der dann halt bei uns anstatt beim Gegner. Und das passiert dann an so Tagen wie heute. Aber alles in allem, auch in der Höhe heute komplett verdient. Und ich muss sagen, heute hat es Spaß gemacht. Man hat es euch angesehen. Also die Spielfreude war wirklich zu greifen da oben. Es war aber nicht nur so, dass es spielerisch gut geklappt hat, sondern man hat auch gemerkt, dass ihr wirklich immer den einen Schritt noch gemacht habt, der nötig war. Weil es war nicht nur Glück, es war auch wirklich so, dass ihr euch die Dinger erarbeitet habt. Hättet ihr den Schritt nicht gemacht, wären die Chancen gar nicht so zustande gekommen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ein Prozess, den wir jetzt in den letzten Wochen, finde ich, immer besser gemacht haben. Das entwickelt sich stetig weiter. Ich denke, da kann man schon Entwicklung sehen. Gerade jetzt, wenn man die letzten, ich glaube, 5 oder 6 Spiele, ich weiß es gar nicht mehr genau, wenn man nur die betrachtet, ist auf jeden Fall eine Entwicklung im Vergleich zum Rest der Saison zu erkennen. Und das kann uns nur positiv stimmen. Und da müssen wir weitermachen. Und du scheinst dich in einer Rolle weiterhin sehr, sehr wohlzufühlen, da vorne im Zentrum. So ein Shun Terada und Pascal Weber, die ja auch eigentlich eher die zentralen Spieler sind, wenn die ausweichen müssen auf die Außenbahn, weil du in der Mitte gesetzt bist, dann ist das ja durchaus auch eine Ansage. Ja, das kann man, ja, können wir erstmal so stehen lassen, aber im Endeffekt ist es auch im Spiel eine kleine Rochade, heißt, wenn die vorne sind, gehe ich natürlich auf außen. Wichtig ist, dass die Positionen besetzt sind, das waren die heute optimal, deswegen konnten wir auch nach vertikalen Bällen, hatten wir immer eine Spielfortsetzung, ja, und dann sieht man ja, was dabei rumkommt. Ja, ist man jetzt ein bisschen traurig, dass es heute nicht das letzte Heimspiel war und man sich mit so einem Spiel verabschiedet, oder freut man sich, weil es einfach so Spaß gemacht hat, dass jetzt noch 2 Spiele kommen? Also ich freue mich auf jeden Fall auf die letzten beiden Spiele noch. Ich denke, dafür trainiert man, um halt dann so Spiele zu machen. Am besten klappt es noch 2-mal so. Ich kann jetzt hier nichts versprechen, aber ja, wir arbeiten natürlich, dass wir die letzten beiden Spiele auch noch erfolgreich gestalten, und dann geht's erstmal in Urlaub, dann schauen wir weiter. Super, danke für deine Zeit, genieß den Tag noch. Danke.